Ja. Grüß dich, Josef. Ja, guten Abend. Guten Abend. Feierabend, ja. Bist du auch schon lange wach, ja? Nee, ich hab eigentlich, ich muss in der Früh aufstehen um 4:30. Ich muss morgen auf die Arbeit. Aber ist kein Problem. Die Angelegenheit, das liegt mir am Herzen. Mir geht's einfach nur darum. Ich wollte vorhin noch sagen, man braucht nicht unbedingt zu glauben, um gut zu sein. Man braucht einfach nur so Empathie für den Menschen. Verstehst du, was ich meine? Ja? Ja. Also da geht's nicht. Und deine Mutter hat mit eurem, ich weiß schon, es wird jeder seinen Glauben, seinen Standpunkt verteidigen, aber die Familie, Mutter, Vater und so weiter, das muss man raushalten. Das hat damit nichts zu tun. Und dieses Beleidigen, das geht gar nichts. Also das geht nicht. Das ist so respektlos. Hast du das Video gesehen? Ja, ja. Und, was sagst du dazu? Nee, also mit Beschimpfen mit Schwein und sowas macht man nicht. Sowas macht man nicht. Mach die Kamera aus, mach den Ton aus und dann kannst du dich auslassen, was du willst. Das sieht keiner, das hört keiner. Ja? Weißt du, was ich meine? Aber Gott sieht es doch. Du würdest doch Gott lieber fürchten als Menschen, oder? Ja, aber die Strafe bekommt derjenige, der du sündigst, ja? Oder nicht? Ja, ja, klar. Also, und jeder hat seine Taten selber zu verantworten. Was denkst du, woran das liegt? Warum Amir so tickt? Warum er so dämonisch ist? Wie kommt es? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir das nicht sagen. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Er begrüßt immer also uns Christen, hallo und im Namen Gottes und so weiter. Ist ja alles gut. Aber wenn ich sowas mache, dann muss ich auch einen heiligen Geist in mir haben, ja? Du warme Seele, ja? Aber was ist denn, wenn man das nicht hat? Ist man ein Christ? Dann redest du mit gespaltener Zunge. Wenn einer spricht mit gespaltener Zunge, ja? Das ist das Symbol der Schlange. Das Symbol der Schlange ist das Böse. Aber das will ich ihm nicht unterstellen. Also, ich weiß nicht, was sein Problem ist. Weißt, es ist so. Man muss ja immer beides sehen, ja. Also, er hatte davon gesprochen, dass er im Gefängnis war, er hat ein sündiges Leben gehabt, hat dann zu Gott gefunden, was ja in Ordnung ist, ja. Ist ja alles gut. Mit seiner Frau, Kind. Wir sind alles nur Menschen, ja. Und der eine ist halt stark und schafft es so zu verkraften und damit auch so zu leben, das so zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Und es gibt halt dann Menschen, die, die sind halt, die brauchen irgendwas zum Festhalten. Das ist der Glaube, das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja gut, wenn du den Weg nur zu Gott findest. Ist ja in Ordnung. Aber wieso er dann, solche Sachen sagt mit deiner Mutter, das ist schon. Wir haben alle eine Mutter und wir lieben alle unsere Mutter und das geht einfach nicht. Das ist jetzt egal, ob ich jetzt du Moslem bin oder Christ oder Buddhist oder du Amerikaner oder du Russe. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar, natürlich, ja klar, verstehe vollkommen. Ja, das muss man immer respektieren. Wir sind alle Menschen. Ob jetzt schwarz, grün, gelb, weiß, rot, ist egal. Wir sind alle Menschen. Du kennst ja meine Videos, ne? Ja. Hast schon ein paar Videos bestimmt angeschaut, oder? Besonders gegen Amir, oder? Ja. Ja, weil das war ja gerade die Geschichte da, mit dem ganzen Ding, was ist denn da? Hast du irgendeine Beleidigung von mir gesehen? Nein. Und meine andere Frage ist, wie kommt es, dass dieser, weil der macht doch Videos gegen den Islam, oder? Viele Videos. Die meisten Videos sind meistens immer gegen den Islam gerichtet, oder? Ja, das ist dieses. Ich habe eine andere Frage. Ja. Ich meine, und du hast ja auch meine Videos gesehen gegen ihn. Wie kommt es, dass er nicht antworten kann und trotzdem immer wieder neue Themen öffnet und gar nicht eingeht? Das war auf meine Antwort. Ja, ich meine, wenn das Fakten sind, dann, wenn das so ist, wie es ist, ja, und du hast dagegen kein Argument, dann kannst du auch nicht antworten. Du kannst entweder bejahen oder du kannst es verneinen. Mehr kannst du nicht machen.
Verstehe vollkommen, ja. Und so ist es dann, ne? Wenn man nicht antwortet, hat man halt verloren, ne? Das ist so. Ich meine, wenn man jetzt ein Video macht und irgendwas behauptet und da wird geantwortet, ja, da muss man ja auch, entweder steht man dazu und antwortet dagegen. Und wenn man das nicht kann, dann sollte man es, glaube ich, sein lassen, ne? Ja, Theoretisch ist es egal, aber ich meine, es ist ja schon fast du fanatisch, verstehst? Ich meine, du jeder verteidigt das an das, was er glaubt. Das hat jetzt nichts mit dem du Glauben du zu tun. Du verteidigst zum Beispiel, wenn du sagst, wenn ich jetzt sage, ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Jesus hat Unzucht getrieben, okay? Behauptet es. Aber es stimmt am Ende nicht. Das ist doch klar, dass irgendein Christ dagegen antwortet, okay? Und dass er mich auch widerlegt, oder? Ja. Das ist doch normal, oder? Weil ich täusche ja die Menschen vor. Verstehst du, wenn ich jetzt irgendwelche Lügen erzähle und Sachen erzähle, Märchen erzähle, die gar nicht stimmen? Ja, dann muss Ganz genau. es doch normal, dass jemand auch dagegen antwortet, oder? Richtig. Wenn man Und wenn das er ihn beweisen kann in die Quellen, wenn man das in die, weil unsere du Quellen ist ja der Koran oder die Bibel oder die Tora oder sonst irgendwas. Und daraus entnehmen wir unser Wissen. Genau. Und wenn ich jetzt antworte und er sogar also meine auf mich sogar eingeht und sagt, ich habe keine Ahnung, ich habe 0,0 Ahnung, nichts, aber er kann nicht gegen mich antworten. Das bedeutet, dass er normalerweise gar kein Wissen hat, dass er einfach nur redet und Lügen erzählt. Ja? Also er sagt, Ich meine, ich hab ja über 20 Videos gemacht, das ist ja nicht nur ein Video oder so. Also ich habe ja mehrere Themen bin ich eingegangen, auch gegen Christian Prinz. So, pass auf, es gibt so Gelehrte, oder was man im Islam, im Christentum und das, die machen das ihr ganzes Leben und kommen nicht einmal dann zur vollen Erkenntnis. Verstehst du, was ich meine? Ja. Weil es sehr komplex ist. Das ist sehr, sehr, sehr Nein. komplex. Ja, das ist wieder für mich was anderes. Für mich gibt es da viel mehr klare, deutliche Lügen, indem man Sachen sich erdichtet, Sachen verfälscht und Sachen zufügt. Es geht viel mehr darum. Verstehst du, was ich meine? Ja, das Zum ist. Beispiel, er hat behauptet, Ibn Kessir hat gesagt, ja, dass der Koran satanische Verse, wegen den satanischen Versen, ja. Ibn Kessir hat es gesagt, aber Ibn Kessir sagt genau das Gegenteil. Er sagt, ich habe keinen einzigen gefunden, der diesen Hadith oder diese Überlieferung als authentisch angesehen hat. Und es ist nicht authentisch. Und er sagt, Ibn Kessir hat es gesagt, es ist authentisch. Das müsst ihr mal Wenn überlegen. das von euren so Gelehrten nicht anerkannt wird, Ja. dann ist das Fakt. Punkt. Ende aus, oder? Da muss man sich doch wenigstens einmal entschuldigen oder so, oder? Damit man den Wenn Menschen nicht eure so unten ist. Gelehrten sagen, ja, das stimmt, Da gibt es ja keinen Gelehrten, haben wir ja gezeigt alles aus Videos. deswegen sage ich, deswegen, du sage ich ja. Wenn die Gelehrten sagen, das stimmt, okay, ist in Ordnung, muss ich akzeptieren. Wenn die Gelehrten sagen, nein, das stimmt nicht, dann muss ich das auch akzeptieren. Weil ich kann ja nicht einem Gelehrten, der wo sein ganzes Leben dem Glauben gewidmet, du widersprechen. Das geht nicht. Also Oder? er verdreht immer wieder so Sachen, ja. Er sagt jetzt so, zum Beispiel, Frauen darf man schlagen und so, obwohl der Prophet gesagt, der Schlechteste unter euch ist derjenige, der eure Frauen schlägt. Ende aus, ja. Und Aisha radiallahu anha sagt, der Prophet hat noch nie seine Frauen geschlagen. Noch nie. Jetzt muss man mal fragen, warum holt er so irgendwelche Sachen raus, ja, und interpretiert nach Wunsch und Laune und versucht zu manipulieren. Wieso macht er sowas? Es ist nicht eine große Sünde im Christentum. Das ist, glaube ich, Sünde in jedem Glauben. Na klar. Ne? Man darf die andere, die Religion, nicht beleidigen. Und keine Lügen erzählen. Das ist ja noch schlimmer. Ja? Wenn ich die Aber Wahrheit sage, ein Zeugnis abgeben, ne? Das ist ja das Gebot. Das sind richtig, Gebote. richtig, richtig. Bei uns zum Beispiel gibt's ja auch den Unterschied, ne? Zwischen die Protestanten und die Katholiken. Ja? Die Protestanten haben ja, ich glaube, 66 Verse und die Katholiken haben 72 oder 73. Ne? Da wurde ja ein komplettes Buch weggelassen. Ja? Und dann gibt es ja auch viele Zitate, da steht dort am Aber dann gibt Unterkant. es was anderes. Aber ich gebe das zu, ich bin Christ, ich weiß, dass das so ist. Ja? Aber das ist ein Dogma, das ist ja was anderes. Eine Lehre, christliche, evangelische Lehre, was anderes, katholische Lehre. Jetzt geht er in eine islamische Lehre rein und ändert die Religion und manipuliert. Das ist ja was anderes. Ja. Hm?
Was würdest du sagen zu Amir? Also was willst du eine Nachricht hinterlassen? Ja, ich möchte ihn, also nicht zu beleidigen, aber ich möchte... Wir wollen auch nicht beleidigen, wir wollen auch nicht, dass du beleidigst. Aber willst du ihm einen Ratschlag oder so? Hast du einen Ratschlag für ihn? Ich habe für ihn so einen Ratschlag. Dass er in Zukunft, wenn er solche Debatten führt, egal mit wem, gegen Juden, Buddhisten, Hinduisten, was es alles gibt, dass man die Menschen mit Respekt gegenüberkommt. Und wenn ich die Lehre von einem anderen nicht anerkenne, dann gibt es dazu keine Basis zur Diskussion. Dann kommt immer Streit und Hass. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Ja? Man muss jede Religion ja respektieren. Und findest du nicht, dass es besser immer ist, dass man erstmal fragt, bevor man überhaupt was behauptet? Vielleicht einen Muslim direkt fragt, der auch ein bisschen mehr Ahnung hat? Ja, ich meine, ich frage ja die Quelle. Ja? Also wenn ich heute einen kaputten Schuh habe, dann gehe ich zum Schuhmacher und nicht in die Pizzeria, oder? Verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich. Ganz genau. So einfach ist es. Ja. Und er geht zu Kristen Prince. Ja, ich habe über den auch schon viel gesehen und weiß ich nicht. Der ist ja noch mehr am Beleidigen, ne? Der ist ja noch mehr. Es geht darum, die zwei größten Bekenntnisse sind ja der Islam und das Christentum. Und da gibt es immer diesen ewigen, mein Glaube ist besser, mein Glaube ist besser. Ist egal, was für Glaube besser ist oder schlechter ist oder egal. Jeder, du zum Beispiel, bist in deinem Glauben du groß geworden. Für dich ist es die Erfüllung. Ja? Okay? Ich bin in meinem Glauben du groß geworden. Ich weiß, dass es nicht perfekt ist, dass dies und jenes, aber du glaubst dran und für mich ist das so, wie es ist. Für mich aber ist okay. sollte man Aber ich respektiere auch, ich respektiere deine Religion, so wie sie ist. Nur meine Frage, sollte man nicht, wenn man als Christ oder ja, wie auch immer, sollte man nicht wenigstens die 10 Gebote wissen? Die wissen ja nicht mal die 10 Gebote, die wissen nicht mal die Namen der Jünger, die 12. Also ein paar können die natürlich aufzählen, Matthäus, Lukas, Johannes und so weiter, ist ja klar. Aber die können ja nicht die 12 Jünger von Jesus benennen. Und wie kann es denn sein, dass sie über den Islam Videos machen? Tja, was da die Intuition ist, ist wahrscheinlich, sie wollen aufklären, so wie wir das halt im Westen hier, dass halt der Moslem seine Frau schlägt, die Frau ist nichts wert und die muss im Mund halten und dieses so typische eben, ja? Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Ihr sagt zu uns, Kuffar, ja? Mhm. Oder die Ungläubigen. Genau, aber ja, Kuffar ist das Schlimme. Kuffar heißt einfach, dass du nicht an Mohammed glaubst und nicht an den Gott, der im Koran vorkommt, glaubst. Wenn ich jetzt frage, ja, genau. Bist du ein Kuffar, dann wirst du sagen, ja klar, natürlich bin ich ein Kuffar. Ja, glaub mir nicht einer, weil ich glaube du an meinen Gott. Richtig. Ja, ist so. Deswegen, ja, also Kuffar ist ja nichts Böses. Ja, Kuffar heißt einfach nur, dass du den Koran verleugnest und dass du an den Propheten Mohammed nicht glaubst. Genau. Also Kuffar in Mehrzahl, Käfer. Ja gut, so gut bin ich jetzt nicht bewaffnet. Aber wir verstehen uns. Es ist einfach, man muss das einfach akzeptieren. Ja? Es ist einfach so. Und wenn heute einer sagt... Wenn ich jetzt als Muslim Hebräisch und Griechisch anfange zu lernen, statt meine eigene Sprache, ja, statt die Sprache also und mein Glauben, dann ist das immer toll, oder? Tja. Man muss doch das lernen, oder nicht? Ich muss doch wissen, ich muss doch erkennen, mein Gott. Was sagt mein Gott in seiner Sprache? Ich meine, ob es jetzt Altes Testament ist, Hebräisch oder halt Neues Testament Griechisch. Aber wenn ich jetzt sage, nee, als Christ, ich will erst Arabisch lernen, das zeigt doch schon mal, dass was da faul ist, ne? Dass dieser Mensch gar nicht eigentlich glaubt. Ja, irgendwas treibt ihn an, um anzugreifen, um. Ja, wenn man seine Seele verkauft, ist es halt so. Wenn du das Video magst, kannst du es ruhig sagen, dass... Na, ich habe gerade das Gespräch aufgezeichnet. Ja, ist okay. Und das werde ich hochladen.
Und wenn du willst, kannst du noch deine letzten Worte noch sagen, wenn du was zu sagen hast. Nee, das ist... Du hast es schon mal gesagt, mehr gibt es gar nicht zu sagen. Nein, also es soll... Wenn solche Diskussionen sind, dann muss man diese Emotionen, die muss man draußen lassen. Und wenn ich den anderen Glauben immer nicht nur Emotionen, bloßstellen will... Lügen muss man draußen lassen. Man darf ja auch nicht lügen. Das ist ja viel schlimmer als Emotionen. Ja, aber man darf aber nicht den anderen bloßstellen. Bloß weil er das glaubt. Das ist ja wie wenn ich in der Öffentlichkeit dir so deine Hose runterziehe. Verstehst du, was ich meine? Das macht man nicht. Man muss mit... Man will es egal, es ist egal, ob du jetzt zu Buddhist bist oder sonst irgendwas. Ich muss deinen Glauben akzeptieren. Fertig. Das ist schon alleine der Respekt voneinander. Um das geht's. Und das ist doch wichtig. Und das ist doch eine Basis. Und wenn wir alle voreinander Respekt haben und miteinander ehrlich umgehen, das ist auch... Dann gibt's diese Diskussionen und da muss man nicht gegenseitig sich anschreien und beschimpfen und dann ist doch Unsinn. Da entsteht nur Streit, da entsteht nur Hass und das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall. Und ja, ich mich auch. Einen angenehmen Abend, ja? Dankeschön. Danke. Also dann. Danke dir. Wir hören uns dann, ja? Wir können ja uns. Wir hören uns über WhatsApp. Kein Problem. Einen schönen Abend noch. Danke. Ciao. Tschüss.